Tacho, Leute. Ich habe hier eine neue Batterie, eine Gel-Batterie, mir bei Amazon geordert. Und eben habe ich mir noch einen Kanister voll Benzin geholt. Wie weit ich heute komme, weiß ich noch nicht. Aber in diesem Video auf jeden Fall werde ich versuchen, der Gerät mal zu starten. Ich werde jetzt die Batterie mal einbauen. Die ist auch wartungsfrei. Naja, klar, ist ja auch eine Gel-Batterie. Hat jetzt, ich glaube, 40 Euro gekostet, also oder 45 Euro. Weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall war die nicht teuer, hatte aber verdammt viele gute Bewertungen. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob sich mit der Batterie überhaupt irgendwas tut. Ja, werden wir mal sehen. Ich versuche die mal eben einzusetzen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Batterie ist drin. Die passt hier genau rein. War auch erstmal eine Befürchtung, weil ich habe sie natürlich quasi blind gekauft von den Maßen her. Ist jetzt natürlich ein bisschen dunkel hier. Ein Licht, wartet. So, passt genau rein. Und ist sogar noch ein bisschen schmaler wie original. Also ein bisschen, ist nicht ganz so lang. Da probieren wir mal aus. Ich habe jetzt natürlich noch keinen Tank drauf. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, beim letzten Mal hat die ziemlich langsam georgelt. Und jetzt geht das Ding ja richtig. Ich werde jetzt versuchen, den Tank drauf zu bauen. Ich glaube, dass das die richtige Leitung ist für die Benzinzufuhr. Werde ich jetzt mal eben nachgucken müssen. Irgendwie werde ich hier noch nicht so ganz schlau aus den ganzen Schläuchen und den ganzen Kram hier. Also, ja, ich probiere mal eben mein Bestes. Und ihr seht jetzt, glaube ich, das erste Mal den Tank, ne? Ich habe jetzt gerade mal Benzin reingemacht und ich versuche jetzt mal die ersten Male zu orgeln. Ich habe den, da könnt ihr jetzt schlecht sehen hier, das ist ein Benzinhahn, den habe ich auf Reserve gestellt, damit mal alles Benzin durchflutet. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Ach ja, den Choke, da habe ich schon gar nicht mehr gewohnt. Den Choke sollte ich mal rausziehen. Jetzt mal ein paar Tage später. Ich habe die Maschine ganz kurz angehabt, vielleicht maximal 2-3 Sekunden. Und das auch nur, weil ich den guten Bremsenreiniger hier oben in den Luftfilter reingesprüht habe. Ich denke mal, ganz klar, den Vergaser werde ich erstmal ausbauen und reinigen müssen. Und dann gab es bei dem Tank hier noch irgendwie einen anderen Anschluss, vielleicht irgendwie so einen Unterdruck oder was weiß ich. Ich gehe mal davon aus, dass gar kein Benzin hier ankommt oder beziehungsweise hier, da wo er hingehört. Und zudem, sobald ich den Anlasser drehe und der Motor nur ein bisschen dreht, läuft hier unten Öl raus. Und hier hinter ist ja die Lichtmaschine hier oder da. Und hier sollte ja direkt erstmal kein Öl sein. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die oberste Haube ab und schaue nach, was hier hinter ist. Das mache ich dann mal eben schnell. So, ich habe den obersten Deckel jetzt ab. Und ich glaube, dass das hier auf jeden Fall undicht sein wird. Hier drunter sitzt nämlich die, ich glaube, oder eher, da müsste ja die Lichtmaschine sitzen. Und so wie das aussieht, wird die dann wohl auch in Öl laufen. Und dann werde ich mal schauen, hier irgendwo da sifft es auf jeden Fall raus. Ich habe mir jetzt schon Silikondichtungspaste, die auch aushärtet, bestellt. Bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, da irgendwie so viel Kohle für so eine scheiß Papierdichtung auszugeben. Und früher bei Roller hat das auch, weil das funktioniert auf Zylinderkopf- und Fußdichtungen. So, dann warum soll das denn hier nicht funktionieren? So heiß wird es hier gar nicht. Und dann bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt hier erstmal den ganzen Siff sauber machen. Ein bisschen mit Bremsenreiniger aussprühen und dann werde ich mal kurz laufen lassen. Vielleicht sehe ich ja dann schon die Stelle, wo es rausläuft.
Ansonsten geht die Suche halt weiter. Aber da dieser Deckel hier, warte, sehr große Deckel, genau hier vorsitzt, hier alles verdeckt und es genau da rausgelaufen ist, dann kann ja nur hier irgendwo, hier unten, sage ich mal, undicht sein. Ja, werden wir mal sehen. Ich versuche ja mal mein Bestes. So, ich habe jetzt mal ein bisschen schon mal gesprüht. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht so perfekt. Aber hier war halt ziemlich viel Öl dran und ich werde jetzt mal versuchen zu drehen und vielleicht kriege ich es hin. Ich filme jetzt natürlich nur mit dem Handy. Aber dass ich irgendwie auf Video bekomme, wo das Öl dann rauskommt. Dann werden wir mal schauen. Gucken, ob ich das hier irgendwie gegenlehnen kann. Aber wo kommt dann das Öl jetzt raus? Ja, habt ihr das gesehen? Da tropft es. Da tropft es. Ja, sie war sogar fast an. Und weiß gar nicht, ob das jetzt draufkriegt, aber hier unten, da läuft es richtig raus. So richtig ein paar Tropfen. Ich weiß nicht, ob da hier vielleicht vorher rumgewerkelt wurde und nicht richtig festgedreht. Kann ich natürlich dann mal eben testen. Aber wo sind denn jetzt schon wieder meine verfickten Handschuhe? Ja, das ist ja alles gar nicht fest hier. Kein Wunder, dass das rauslaufen kann. Also hier wurde auf jeden Fall dran rumgeschraubt. Wenn die Dichtung einmal Schrott ist, dann ist es Schrott. Okay. Dann können wir die Fläche nachdenken, dann kann ich nicht. Man sieht, da läuft es einfach raus. Und da werde ich was machen müssen. Also warte ich, bis mein Dichtungszeug da ist. Und dann denke ich, werde ich dann das nächste Video starten. Bis hierhin habt ihr jetzt mal meine Startversuche gesehen und schon mal die Ursachenforschung, wo das Öl hier rauskommt. Ja, Leute, dann denke ich, war es das erstmal für heute. Ich werde jetzt mal ein bisschen sauber machen und denke, das brauche ich jetzt leider nicht filmen. Dann sehen wir uns dann bald wieder. Haut rein, Leute. Ja?